Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, letzter Spieltag vor der Winterpause bzw. DFB-Pokal. Wir werden unsere beste Mannschaft einsetzen, die irgendwie geht. Das wäre diese. Und dann wollen wir mal im 3D-Modus spielen. So, dann wollen wir mal gucken. So, im nächsten Video wird es ein bisschen länger werden, weil wir da die komplette Winterpause bis zum Spiel durchspielen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Winterpause, Trainingslager und dann bis zum Unionsspiel. Also bis hier Sonntag werden wir dann durchspielen und dann das nächste Spiel Union bei im Textmodus dann statt wird dann gegen Union im Textmodus stattfinden. So, jetzt haben wir es. Gut. Dann wollen wir mal 3D-Modus. DFB-Pokal dritte Hauptrunde gegen den VfL Bochum. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen, weil im DFB-Pokal ist das ein bisschen anders als in der Liga. Da geben die ein bisschen mehr, die Jungs. Ich hoffe, meine auch. Gucken wir mal. So, dann harren wir der Dinge, die da kommen, oder so. So, dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal auf gut Deutsch. Moment ist läuft da noch nichts Gefährliches, alles schön immer abgewehrt, beide Abwehrreihen höchst konzentriert. Aber mal gucken, wie lange das noch so hält. Da war schon die erste dicke Chance nach 17 Minuten. Und immer noch nicht das 1-0. War wieder eine große Chance für uns. Schauen wir mal, was da passiert. Jetzt hatten die auch eine dicke Chance.
Ecke. Gut, die war zum Glück nichts. Kein Abseits. Ah, verdattelt. Den haben sie verspielt. So, mal gucken. Ah, Vorteil gepfiffen. Kommen sie noch nicht so ganz durch. Dann werden wir jetzt mal Kurzpassspiel anbieten und 100% Einsatz. So, machen wir das mal. Kurzpass. Vorsichtiger Pass. Und dann so. Werde ich dir noch das Richtige mitgeben. Bin ganz schön gefordert vom Bochum. Auf geht's. Mal gucken. Foul. Wieder ein Foul. Hat er gehalten. So, schauen wir mal. Und da ist das 1-0 durch Augustino. Und 2-0, das war's für die. Wieder Augustino. Gehalten oder Pfosten? Ne, gehalten dann. Ja, war ja Ecke. Oh, faul. Abgewehrt. Nächsten Runde spielen müssen dann. Ich denke mal nicht, dass hier noch zwei Tore passieren.
Oh, fast ein Eigentor. Ah, 2-0 gewonnen. Reicht, gewonnen. Irgendwelche Überraschungen dabei? Nö, eigentlich nicht. Dann gucken wir mal. So, Auslosung für die nächste Runde. Nur noch ein Zweitligist dran, der Rest alles Bundesligisten. Dann wollen wir mal gucken. Wolfsburg spielt zu Hause gegen Hoffenheim. Bremen zu Hause gegen Schalke. Leipzig gegen, also zu Hause gegen Augsburg. Und dann Köln oder, also Gladbach gegen Köln oder Köln gegen Gladbach? Oh, Köln gegen Gladbach, okay. Das sind die Paarungen der nächsten DFB-Pokal-Hauptrunde Viertelfinale. Und gleich eine schöne Derby. Ja, dann ist das so, ne? So. Das ist der abgeschlossene Bauhof. Ja. Mal gucken, können wir uns den leisten? Ja, können wir. Das ist der Bauhof, genau. Okay. Haben wir den auch erledigt? Ist alles okay. Dann haben wir ein bisschen Budget bekommen von 2,1 Millionen. Das hatte auch was. Gut, dann war es das für die Hinrunde. Die Hinrunde ist beendet. Morgen starten wir mit der Rückrunde und übermorgen dann mit dem Spiel gegen Union Berlin nach der Winterpause. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir hören uns dann morgen. Bis morgen dann. Ciao, ciao.